Kannibalische Mörder. Sie verstoßen gegen ein Tabu. Es gab so viele Morde bei dem Fall. Sie waren sehr brutal. Sie sind getrieben von abwegigen Gelüsten. Wie es ist, ein Vampir zu sein? Um diese zu befriedigen, begehen sie abscheuliche Verbrechen. Es gibt eine Skala, die die Abgründe der menschlichen Seele misst. Sie bewertet den seelischen Zustand des Täters und sein Verbrechen. 22 Stufen von der Tötung im Affekt bis hin zu Folter und kaltblütigen Serienmorden enthüllen, wer wirklich abgrundtief böse ist. Menschen zu töten ist ein gesellschaftlich geächtetes Verhalten. Manche Mörder verstoßen aber noch gegen ein viel stärkeres Tabu. Sie essen Teile ihrer Opfer oder trinken Menschenblut. Armin Meiwes suchte sich im Internet einen Mann, der bereit war, sich verspeisen zu lassen. Richard Chase glaubte, nur dann zu überleben, wenn er Organe und Blut seiner Opfer aß und trank. Er tötete 6 Menschen. Rod Farrell behauptet, ein Vampir zu sein. Seine überdrehte Fantasie kostete 2 Menschen das Leben. Getrieben von Wahnvorstellungen und abwegigen Begierden begehen diese Menschen schockierende Verbrechen. Doch die Mörder und ihre Taten sind sehr unterschiedlich. Anhand der 22-Stufen-Skala lassen sich Motiv, Methode und Geisteszustand der Täter erfassen. Je hinterhältiger und geplanter das Verbrechen, desto höher wird der Mörder eingestuft. Erfinder der Skala ist Dr. Michael Stone, Gerichtspsychiater und Professor an der New Yorker Columbia University. Kannibalismus und das Trinken menschlichen Blutes wecken archaische Ängste in uns. Dies sind keine einfachen Gewaltakte, sondern Taten, bei denen gesellschaftlich anerkannte Grenzen zwischen Gut und Böse übertreten werden. Manche dieser Mörder werden von Wahnvorstellungen getrieben, andere finden Spaß am Töten und Quälen. Wie kommt es zu solch abwegigen Bedürfnissen? Dr. Stone beginnt mit einem Fall aus Deutschland, mit Armin Meiwes. Rothenburg in Hessen im Jahr 2001. Der 41-jährige Armin Meiwes lernt über ein Internetforum Bernd Jürgen Brandes kennen. Brandes ist einverstanden, sich schlachten und verspeisen zu lassen. Vorher soll ihm Meiwes den Penis abtrennen, damit sie ihn gemeinsam essen können. Meiwes verstümmelt und tötet Brandes. In den nächsten Monaten isst er immer wieder von dem Fleisch, das er in einer Kühltruhe aufbewahrt. Meiwes bereitet jedes Mal sorgfältig zu und wählt einen Wein dazu aus. Wie kommt ein Mensch dazu, sein Opfer nicht nur zu töten, sondern auch noch zu verspeisen? Kannibalismus wurde immer als abscheuliches Verbrechen angesehen. Es verstößt gegen die grundlegendsten Regeln des Zusammenlebens in zivilisierten Gesellschaften, einen Mitmenschen zu zerfleischen und zu vernichten. Doch einige Menschen halten sich nicht an diese Regeln. Armin Meiwes hat es als Kannibale von Rothenburg zu zweifelhafter Berühmtheit gebracht. Deutschland im Jahre 1969. Armin Meiwes ist ein glückliches Kind. Er liebt seine beiden Halbbrüder, mit denen er spielt und Modellhäuser baut. Doch dann nimmt sein Leben eine drastische Wendung. Kurz nach Armins 8. Geburtstag verlässt der Vater die Familie. Ein Bruder zieht zum Studieren nach Berlin, der andere zieht zu seinem Vater, da Armins Mutter sich überfordert fühlt.
Armin ist am Boden zerstört. Er bleibt allein mit seiner dominanten Mutter, die ihn den ganzen Tag herumkommandiert und Hausarbeiten verrichten lässt. Sie verbietet ihm, mit den Nachbarskindern zu spielen und zwingt ihn, in kurzen Lederhosen zur Schule zu gehen, obwohl in den 70er Jahren alle bereits Jeans tragen. Seine Klassenkameraden verspotten ihn. Er hat wenig Freunde. Armin schafft sich seine eigene Welt. Er zerlegt Barbie-Puppen in Einzelteile und stellt sich vor, sie zu grillen. Der menschliche Körper fasziniert ihn. Er träumt davon, einen Menschen zu zerlegen und sein Fleisch zu essen. Mit der Zeit wird diese Vorstellung immer intensiver. Mives starke Bedürfnisse gehen auf seine Kindheit zurück. Seine Mutter gängelte und schikanierte ihn. Nach dem Weggang des Vaters und der Brüder kehrte er sich von der Welt ab und flüchtete sich in seine Fantasien. Auch als er längst erwachsen ist, mischt sich die Mutter in sein Leben ein. Sie kommt mit zu Rendezvous mit Frauen und besteht darauf, dass er sie zu gesellschaftlichen Anlässen begleitet. Mives ist unfähig, eine dauerhafte Beziehung aufzubauen. Seine Isolation treibt ihn dazu, sich im Internet Bekanntschaften zu suchen. Er möchte einen Mann verspeisen, um ihn immer bei sich zu haben. Nachts sucht er im Internet nach Gleichgesinnten. Er speichert Schlachtanleitungen und Rezepte für Menschenfleisch auf seinem Computer. ...1999 stirbt seine Mutter. Mives ist 37 Jahre alt und endlich frei. Nun bricht seine letzte Hemmschwelle. Endlich kann er seine Fantasien in die Tat umsetzen. In Kannibalenforen im Internet schreibt Mives Kontaktanzeigen. Suche jungen, gut gebauten Mann, der sich von mir fressen lässt. Er nennt sich Anthropophagus, griechisch für Menschenfresser. Mives Fantasien wurden immer bizarrer. Er hatte als Kind keinen Kontakt zu Gleichaltrigen und konnte sich später nicht binden. Seinen Verlust versucht er symbolisch wettzumachen, indem er sich eine andere Person einverleibt. Zwei Jahre später findet er ein williges Opfer. Der 43-jährige Bernd-Jürgen Brandes antwortet auf seine Anzeige im Web. Er bietet sich Mives an und schreibt: Hoffentlich schmecke ich dir. Am 9. März 2001 fährt Brandes zu Mives. Dieser hat extra einen Schlachtraum in seinem Haus eingerichtet. Brandes nimmt Schlaftabletten, Hustensaft und Schnaps zu sich und bittet Mives, ihn zu verstümmeln. Mives kommt seiner Bitte nach. In der Nacht bricht Brandes zusammen. Mives küsst den Ohnmächtigen und ersticht ihn. Er zerlegt die Leiche und friert 30 Kilo Fleisch ein. In den nächsten Wochen wird er immer wieder davon essen. Als es zur Neige geht, beginnt Mives nach einem neuen Opfer zu suchen. 5 Monate nach dem Mord an Brandes gibt er wieder eine Anzeige auf. Er prahlt im Internet damit, einen Menschen geschlachtet und gegessen zu haben. Ein Leser findet den Beitrag verdächtig und alarmiert die Polizei. Mives wird festgenommen. Die Polizei findet tiefgefrorene Überreste der Leiche und eine Videoaufzeichnung der Tat. Das Video ist so grauenvoll, dass einige Ermittler hinterher psychologisch betreut werden müssen. Mives wird im Mai 2006 wegen Mordes und Störung der Totenruhe zu lebenslanger Haft verurteilt. Dr. Stone stuft ihn auf seiner Skala ein.
Mivis weist Züge eines fantasiegetriebenen, egoistischen Mörders auf. Sein rationales Benehmen vor, während und nach der Tat hebt ihn von anderen ab. Da er Brandes verstümmelte und zerlegte, könnte er auf Stufe 14 angesiedelt werden. Doch weil sein Motiv nicht Folter war und er das Opfer betäubte, um ihm Schmerzen zu ersparen, platziere ich ihn niedriger auf meiner Skala. Auf Rang 7 für äußerst ich-bezogene Mörder, die aus narzisstischen Gründen töten. Mivis Wunsch, Menschenfleisch zu essen, ist in seiner Kindheit entstanden. Vor Gericht sagte er aus, er habe nach dem Weggang des Vaters und der Brüder jemanden haben wollen, der ihn nie wieder verlässt. Können Erinnerungen an traumatische Ereignisse wirklich zu solch grausigen Verbrechen führen? Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die sich diesem Thema widmen. Erinnerungen sind im Gehirn schwer zu lokalisieren. Das Thema ist sowas wie der heilige Gral der Gedächtnisforschung. Dr. Krista McIntyre von der University of Texas in Dallas erforscht, welchen Einfluss Erinnerungen auf das Gehirn und die soziale Entwicklung des Menschen haben. Ich befasse mich mit der Neurobiologie des Lernens und Erinnerns und besonders mit emotional belastenden Erinnerungen. Dr. McIntyre unternimmt Versuche an Ratten, um herauszufinden, wie stark und nachhaltig unangenehme Erinnerungen wirken können. Wir setzen die Ratte in einen Käfig mit zwei Kammern. Eine Kammer ist hell erleuchtet, die andere dunkel. Ratten sind Nachttiere und ziehen Dunkelheit vor. Sie begeben sich schnell in die dunkle Kammer. Dort schließen wir sie kurz ein. In der dunklen Kammer erhält eine Gruppe der Ratten einen Elektroschock. Bei der zweiten Gruppe wird nicht eingegriffen. Wir setzen die Tiere in die helle Kammer und lassen sie in die dunkle Kammer hinüberlaufen. Wir warten 10 Sekunden und setzen sie dann in ihren Käfig zurück, ohne ihnen einen Schock zu geben. Später werden beide Gruppen erneut in die Versuchsanordnung gesetzt. Die Gruppe, die keinen Elektroschock erhalten hatte, begab sich schnell in die dunkle Kammer. Die zweite Gruppe verhielt sich anders. Nach dem Elektroschock setzten wir die Ratte erneut in die helle Kammer. Sie wollte die dunkle daraufhin nicht mehr betreten. Vorher war sie innerhalb von Sekunden in der dunklen Kammer verschwunden. Jetzt blieb sie einfach sitzen. Womöglich 10 Minuten lang, wenn wir sie gelassen hätten. Die Ratte hat offenbar eine unangenehme Erinnerung an die dunkle Kammer. So eine Verhaltensänderung aufgrund einer Erfahrung ist ein Beweis für die Wirkung des Gedächtnisses. Dr. McIntyres Versuche zeigen, dass Ratten ihr Verhalten ändern, nachdem etwas Vertrautes mit einer unangenehmen Erinnerung verknüpft wurde. Vielleicht kann man eines Tages den Sitz des Gedächtnisses im menschlichen Gehirn genau lokalisieren und auf traumatische Erinnerungen gezielt Einfluss nehmen. Viele Menschen leiden unter quälenden Erinnerungen. Wir hoffen, dass wir bald besser verstehen, wie sie gespeichert werden und was dazu führt, dass sie so eindringlich und störend sind. Wenn quälende Erinnerungen einen nachhaltigen Einfluss auf Gesunde haben, was mögen sie bei Menschen anrichten, die ohnehin schon aggressives Verhalten zeigen oder psychisch krank sind? Vielleicht wurde auch Andrei Chikatilo durch schlechte Erinnerungen in seinen Wahn getrieben.
Die Sowjetunion in den 40er Jahren. Andrei Chikatilos Eltern erzählen ihrem Sohn, dass sein älterer Bruder während einer Hungersnot entführt und aufgegessen wurde. Chikatilo entwickelt daraufhin Fantasien, wie es wäre, Menschen zu töten und zu essen. Diese Gedanken verfolgen den schüchternen Außenseiter bis ins Erwachsenenalter. 1978 setzt Chikatilo seine Fantasien in die Tat um. In den nächsten 12 Jahren tötet und verstümmelt er mindestens 52 Frauen und Kinder. In manchen Fällen verspeist er Teile der Leichen. Chikatilo gilt als der brutalste Serienmörder in der Geschichte der Sowjetunion. Am 15. Februar 1994 wird er für seine Verbrechen hingerichtet. Wegen der hohen Anzahl seiner Opfer und seiner Brutalität platziert ihn Dr. Stone auf der höchsten Stufe seiner Skala, Rang 22. Psychische Störungen und Demütigungen in seiner Jugend haben Andrei Chikatilo zum Menschenfresser werden lassen. Doch nicht immer sind die Beweggründe solcher Mörder deutlich zu erkennen. Was hat Jeffrey Dahmer, den berüchtigten Kannibalen Amerikas, zu seinen grausigen Verbrechen bewogen? Haben sie etwas mit seiner Kindheit zu tun? Milwaukee, Wisconsin, 1978. Jeffrey Dahmer ist 17, als seine Eltern einen erbitterten Scheidungskrieg austragen. Dahmer bleibt meist sich selbst überlassen. Später im selben Jahr nimmt er einen Anhalter mit nach Hause und tötet ihn. Ich wollte nicht, dass er geht, sagte er vor Gericht. In den nächsten 13 Jahren vergewaltigt und ermordet Dahmer mindestens 15 Männer und Jugendliche. In einigen Fällen bewahrt er Leichenteile im Kühlschrank auf. Am 22. Juli 1991 kann schließlich eines seiner Opfer entkommen und die Polizei alarmieren. Was in Dahmers Wohnung entdeckt wird, schockiert das ganze Land. Die Ermittler finden abgetrennte Köpfe und Leichenteile in einem Fass mit Säure. Insgesamt Überreste von 11 Menschen. Man weiß bis heute nicht, wie viele Morde Dahmer insgesamt begangen hat. 1992 wird er zu lebenslanger Haft verurteilt. 2 Jahre später wird er von einem Mithäftling ermordet. Dr. Stone stellt Dahmer auf die höchste Stufe seiner Skala, Rang 22, da er seine Opfer folterte und vergewaltigte. Traumatische Erinnerungen gekoppelt mit schweren psychischen Störungen könnten bei Dahmer und Chikatilo der Auslöser für ihre Verbrechen gewesen sein. Doch diese Gründe erklären nicht die Verbrechen des Mörders, der als Vampir von Sacramento bekannt wurde. Sacramento, Kalifornien, 1978. Eine schwangere Frau wird ermordet und verstümmelt in ihrer Wohnung aufgefunden. Ihr Mörder hatte sie ausbluten lassen. Ein Monat später werden 3 Leichen in einem Vorort von Sacramento entdeckt. Wieder war ihnen das Blut entnommen worden und zum Teil fehlten ihnen Organe. There were so many murders in this case. They were so violent and gruesome. Die Ermittler nehmen kurz darauf den 27-jährigen Richard Chase fest. Er gesteht die Verbrechen und behauptet, er habe so handeln müssen, da er sterben würde, wenn er nicht das Blut anderer trinkt. Richard Chase' Verbrechen werden allgemein für die Taten eines Verrückten gehalten. In seinem Wahn glaubte er, dass das Trinken von Blut für sein Überleben wichtig sei. Vielleicht erklärt seine Vorgeschichte, wie er einen solchen Wahn entwickeln konnte.
Der 23. Mai 1950. Richard Chase wird in bescheidenen Verhältnissen in Sacramento, Kalifornien, geboren. Sein Vater legt Wert auf eiserne Disziplin und seine Mutter leidet an Verfolgungswahn. Sie wirft ihrem Mann Untreue vor und weint oft stundenlang. Beide Eltern lassen ihren Ärger an ihrem einzigen Sohn aus. Die Mutter zwingt Richard zu essen, bis ihm übel wird. Richard entwickelt Verhaltensstörungen. Er quält und verstümmelt Tiere, zerlegt ihre Leichen und begräbt die Überreste im Garten. Chase zeigt in frühem Alter Anzeichen krankhaften Verhaltens. Dass er Tiere quält, deutet auf eine tiefsitzende seelische Störung hin. Seine kindlichen Taten sind ein Vorbote seines gewalttätigen Verhaltens als Erwachsener. Als junger Mann entwickelt er hypochondrische Krankheitsängste. Er nimmt Drogen und bekommt Wahnvorstellungen. Er glaubt, dass man ihm Böses will. Um sich zu schützen, verbarrikadiert er Fenster und Türen seiner Wohnung. Er konsultiert Psychiater, lässt sich aber nicht behandeln. Chase gerät immer tiefer in eine Welt aus Fantasie und Wahn. Um sein Blut zu erneuern, schlachtet er Tiere und trinkt ihr Blut. Eines Tages injiziert er sich Kaninchenblut in die Venen. Er bekommt eine Blutvergiftung und muss ins Krankenhaus. Die Ärzte diagnostizieren bei ihm Schizophrenie und Krankheitswahn. Körperliche Wahnvorstellungen beziehen sich auf Körperfunktionen, Empfindungen oder das äußere Erscheinungsbild. Bei den Betroffenen führen sie zu dem Irrglauben, sie seien krank oder abnorm. Richard Chase glaubte, er werde vergiftet und sein Blut würde zu Pulver. Knapp 6 Monate später wird Chase entlassen. Die Psychologen glauben, er sei keine Gefahr mehr für sich oder andere. Doch bereits ein paar Tage nach seiner Heimkehr beobachten Nachbarn, dass Chase Tiere in seine Wohnung bringt, die dann verschwinden. Sein schwerer Wahn, der durch Drogen noch verschlimmert wurde, zeigte, dass seine schizoide Störung außer Kontrolle geraten war. Die Wahnvorstellungen betrafen jeden Bereich seines Lebens. Durch die Drogen verschlimmerte sich sein Zustand dramatisch. Das Trinken von Tierblut vermag seine Ängste nicht zu beruhigen. Nun will es Chase mit Menschenblut versuchen. In Sacramento geht er auf die Jagd nach einem menschlichen Opfer. Am 29. Dezember 1977 schießt Chase einen Mann in einem Vorgarten nieder. Es ist ein Test, ob er auch Menschen töten kann. Die Polizei glaubt, der Erschossene sei aus einem vorbeifahrenden Auto getroffen worden. Chase' quälende Ängste drängen ihn, weiter nach Opfern zu suchen. Einen Monat nach seinem ersten Mord findet die Polizei 3 Leichen in einem kleinen Haus in Chase' Nachbarschaft. Ein Opfer ist aufgeschnitten und blutleer. Der Mörder hat die Frau vor ihrem Tod vergewaltigt und sich auch an ihrer Leiche vergangen. Das grausige Verbrechen entsetzt sogar hartgesottene Ermittler. Ein vom FBI erstelltes Täterprofil verweist auf einen weißen Mann, Mitte 20, dünn und unterernährt.
Es dauert nicht lange, bis die Polizei einen Hinweis auf Chase erhält. Er wird festgenommen und wegen sechsfachen Mordes angeklagt. Die Brutalität seiner Verbrechen und das Element des Vampirismus sorgen für eine Mediensensation. Die Ärzte glauben, dass Chase Mordlust auf seine psychische Störung zurückgeht, doch das Gericht hält ihn für voll schuldfähig. Nach einer viermonatigen Verhandlung wird Chase in allen sechs Fällen für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Chase' Geisteskrankheit, die paranoider Schizophrenie ähnelte, würde ihn wohl auf Stufe 13 platzieren. Doch wenn ich die sexuelle Brutalität seiner Verbrechen berücksichtige, die wohl ohne Drogenmissbrauch nicht stattgefunden hätten, setze ich ihn auf Rang 17. Nach knapp einem Jahr im Gefängnis begeht Chase Selbstmord mit einer Überdosis seiner Medikamente, die er über Wochen gehortet hatte. Chase' Wahn führte ihn in eine groteske, für ihn jedoch logische Welt. Für den Betroffenen fühlen sich Wahnvorstellungen real an. Dr. Robert McCarley ist Leiter der psychiatrischen Fakultät der Harvard Medical School. Er sucht nach Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit Wahnvorstellungen und erforscht die Gehirne von Schizophreniekranken. Warum werden manche Patienten gewalttätig? Es ist bestimmt nicht die Mehrheit der Schizophreniekranken. Aber wenn das Gehirn eines Betroffenen so gestört ist, dass er glaubt, er werde verfolgt, dann ist es aus seiner Sicht vernünftig, zurückzuschlagen. Dr. McCarley unterzog Patienten einem Test und überprüfte dabei ihre Gehirnfunktionen. Der Proband bekommt eine Haube mit 64 Elektroden aufgesetzt und wird dann mit akustischen Reizen konfrontiert. Die Versuchspersonen hörten eine Reihe gleicher Töne, unter die ab und zu ein anderer Ton gemischt war. Die Teilnehmer sollten die Abweichungen erkennen. Das Gehirn des Probanden erzeugt elektrische Ströme, die das EEG sichtbar macht. Dr. McCarleys Experiment ergab, dass Schizophrene Schwierigkeiten haben, Töne zu unterscheiden. An den Hirnströmen lässt sich erkennen, welcher Bereich des Gehirns die Töne verarbeitet. Der Schläfenlappen ist eines der Areale, die bei Schizophrenen beeinträchtigt sind. Er ist einer der Hauptbereiche für die Verarbeitung von Sprache und auditiver Information. Dr. McCarley hat ein Gehirnareal identifiziert, das für akustische Halluzinationen verantwortlich sein könnte. Doch warum führen manche Wahnvorstellungen zu Gewalt? Auch dafür hat Dr. McCarley eine Theorie. Schizophrene Patienten, die Drogen nehmen, neigen besonders zu Gewaltausbrüchen. Vielleicht war die Kombination von Drogen und unbehandelter Schizophrenie verantwortlich für Richard Chase' Mordlust. Ziel unserer Forschung ist es, Fehlfunktionen im Gehirn zu erkennen, damit wir sie behandeln können. Richard Chase hat im Wahn das Blut seiner Opfer getrunken. Mit einer wirksamen Behandlung wäre er vielleicht kein Mörder geworden. Doch es gibt Menschen, die sich bewusst zu einem Blutkult bekennen. Eustis, Florida, im November 1996. Die 17-jährige Jennifer Wendorf macht eine entsetzliche Entdeckung. Jennifers Eltern waren brutal erschlagen worden. Einige Tage später nimmt die Polizei eine Gruppe Teenager fest, zu denen auch Jennifers Schwester gehört. Sie sind Mitglieder einer Vampirsekte.
Ihr Anführer ist Roderick Farrell, ein rebellischer 16-Jähriger, der die Morde gesteht. Er schockiert die Behörden, indem er behauptet, ein Vampir zu sein. Für die Medien sind Farrell und seine düstere Clique eine Sensation. Stimmt es, dass Sie Anführer einer Sekte sind? Glaubte Farrell wirklich, ein Vampir zu sein, oder ging nur seine Fantasie mit ihm durch? Farrells Behauptung, ein Vampir zu sein, zeugt von einer Fantasiewelt, in der er Macht hat. Der Drang, sich so eine Welt zu erschaffen, erwächst oft aus Isolation und Misshandlung in der Kindheit. 1980, Florida. Roderick Farrells Eltern sind noch Teenager. Sein Vater verlässt die Familie kurz nach seiner Geburt. Die Mutter zieht mit ihrem Sohn oft um. Rod wächst als Außenseiter auf. Seine Kindheit ist gezeichnet von Unbeständigkeit. Farrell behauptet, seine Mutter habe einer satanistischen Sekte angehört und auch er habe brutale Blut- und Opferrituale mitmachen müssen. Als einsamer Teenager flüchtet sich Farrell in eine Fantasiewelt. Er liest Bücher über Dämonen und übersinnliche Phänomene und spielt am Computer Rollenspiele, bei denen es um Vampire geht. Dieses Thema fasziniert ihn ganz besonders. Farrell hält sich oft auf Friedhöfen auf und behauptet, seine Seele sei 500 Jahre alt. Er schart ein paar Freunde und Mitläufer um sich, die seine Vorliebe für Vampire teilen. Farrell legt sich den Namen Wesago zu, der aus einem alten Dämonenglauben stammt. Mit seiner Gruppe führt er Rituale durch, bei denen Blut ausgetauscht und getrunken wird. Doch was als Spiel begann, nimmt eine gefährliche Wende. Ein Mitglied der Gruppe, Heather Wendorf, sagt eines Tages, sie wäre gern ihre verhassten Eltern los. Am 25. November 1996 begibt sich Farrell mit seinen Anhängern zu Wendorfs Haus. Farrell bricht ein und findet Heathers Vater schlafend vor dem Fernseher vor. Farrell schlägt mehr als 20 Mal mit einer Brechstange auf ihn ein. Dann schlägt und sticht er Heathers Mutter nieder. Farrell sagt später aus, er habe beim Töten einen Adrenalinschub verspürt. Farrells Fantasie ist Wirklichkeit geworden, mit entsetzlichen Konsequenzen für alle Beteiligten. Im Februar 1998 verurteilen die Geschworenen Farrell zum Tode, doch das Urteil wird später in lebenslängliche Haft umgewandelt. Glaubte Farrell wirklich, ein Vampir zu sein, oder rechtfertigte er damit nur seine Morde? Dr. Stone interviewt Farrell im Gefängnis in Florida. Können Sie sich an Ihre Gefühle und Gedanken von damals erinnern? Meine Gedanken und Gefühle zur Zeit des Vorfalls, eigentlich das ganze Jahr damals, waren so erhaben im Vergleich zu Durchschnittsmenschen, dass es für jemanden, der nicht dabei war, unverständlich ist. It's incomprehensible to someone that could not have been there themselves.
wie es ist, ein Vampir zu sein? Es ist gleichzusetzen mit Leben, mit Macht, mit der Existenz an sich. Es ist die Kommunion, die heilige Hostie auf der Zunge. Das ist es, was Blut für einen blutdürstigen Vampir bedeutet. Und genau das ist ein blutdürstiger Vampir. Ein Blutsauger. Und wie wird man so einer? Der Übergang, auch Umarmung genannt, ist der Punkt, an dem ein normaler Mensch aus der profanen Welt in eine Vampirfamilie aufgenommen wird. Es ist wie das normale Blutsaugen. Man nimmt das Blut des zukünftigen Familienmitglieds und trinkt es. Und dieses wiederum trinkt unser Blut. Das Blut wird mit dem Blut der Familie vermischt. Und an diesem Punkt übernimmt das vampirische Blut die Herrschaft über sein Wesen. Es wird Teil der Familie. Ich habe viele Menschen umarmt. Heather war eine, bei der ich es mir erlaubt habe. Farrell beschreibt Dr. Stone viele Details der vampirischen Lebensweise, wie er es nennt. Gleichzeitig gibt er ihm Einblick in finstere Bereiche der menschlichen Seele. Woher kommt Ihr Vampirname, Vesago? Als ich den Namen erhielt, wusste ich nicht, was er bedeutete. Aber ich habe recherchiert und herausgefunden, dass Vesago in gotischen Texten der 9. gekrönte Prinz der Hölle ist. Seine Aufgabe ist es, Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart zu deuten und verlorene Gegenstände zu finden. Aber das hat eher Schaden angerichtet. Aus diesem Grund bringen mich viele Leute mit Satanismus in Verbindung. Ich habe zwar nichts gegen Satans Glauben oder Leute, die ihn praktizieren, aber ich persönlich habe bei solchen Aktivitäten nie mitgemacht. Vampirismus ist nicht Satanismus. Das sind zwei verschiedene Dinge. Erklären Sie mir, was das Blutsaugen beinhaltet. Beim Blutsaugen, sei es zwischen Vampiren oder bei Spendern, wird eine Person normalerweise durch Beißen mit Klingen oder vielleicht Spritzen Blut entnommen, um es mit dem Blut anderer zu vermischen. Man muss der Person genug vertrauen, um ihr zu erlauben, das eigene Fleisch aufzuschneiden und den wertvollsten Besitz zu entnehmen, welcher nach dem Glauben der Vampire das Blut ist. Es sich einzuverleiben zeigt, dass man die andere Person liebt, das Opfer. Manchmal gehen blutdürstige Vampire über diesen Glauben hinaus und verstehen das Blutsaugen als das Wesentliche eines Menschen. Es ist Nahrung für sie. Und auch das kann, wie alles andere im Leben, aus dem Kontext gerissen werden. Haben Sie heute eine Ahnung, warum Sie diese dunkle Richtung eingeschlagen haben? Es gibt viele Erwachsene, mehr als man denkt, die Jagd auf junge Menschen machen, sie vergewaltigen, ermorden oder opfern und andere brutale, abgedrehte Dinge tun, die man lieber nicht erwähnt. Fasziniert Sie Vampirismus immer noch? Das ist eine große Frage. Die vampirische Lebensweise ist dunkel und verführerisch.
In einigen Fällen empfindet man ein Gefühl von Macht und Sein. Es gibt so vieles in dieser Welt, aber es gibt kein besseres Wort als verführerisch. Denn es ist wie die dunkelste Fantasie, der tiefste Herzenswunsch. Das ist es, woraus die Welt eines Vampirs besteht. Zu wissen, dass man für manche weniger ist als ein Mensch und für manche mehr, ist auch eine Verführung. Sich jenseits der Normen zu bewegen, alles herauszuholen und die Grenzen zu durchbrechen. Vampirismus spielt immer noch dieselbe Rolle in meinem Leben wie früher. Es ist schwer zu sagen, ob Farrell wirklich an Vampirismus glaubt. Mehr als 10 Jahre nach dem Verbrechen strahlt er immer noch eine Begeisterung dafür aus. Die Auswirkungen seiner Taten auf die Familien der Opfer scheinen ihn nicht zu kümmern. Ganz zu schweigen von der Schwere und Brutalität seiner Verbrechen. Ich platziere ihn auf Rang 10 meiner Skala für egozentrische, psychopathische Mörder. Kannibalische und bluttrinkende Mörder überschreiten die Grenzen zwischen Fantasie, Wahn und Wirklichkeit und rufen mit ihren abscheulichen Taten in der Gesellschaft archaische Ängste hervor. Dr. Stone erforscht auch diese Mörder weiter, die nicht nur töten, sondern sich ihre Opfer auch einverleiben. In der Hoffnung, auch die dunkelsten Ecken der menschlichen Seele zu ergründen. Kannibalische Mörder. Sie verstoßen gegen ein Tabu. Es gab so viele Morde bei dem Fall. Sie waren sehr brutal. Sie sind getrieben von abwegigen Gelüsten. Wie es ist, ein Vampir zu sein? Um diese zu befriedigen, begehen sie abscheuliche Verbrechen. Es gibt eine Skala, die die Abgründe der menschlichen Seele misst. Sie bewertet den seelischen Zustand des Täters und sein Verbrechen. 22 Stufen von der Tötung im Affekt bis hin zu Folter und kaltblütigen Serienmorden enthüllen, wer wirklich abgrundtief böse ist. Menschen zu töten ist ein gesellschaftlich geächtetes Verhalten. Manche Mörder verstoßen aber noch gegen ein viel stärkeres Tabu. Sie essen Teile ihrer Opfer oder trinken Menschenblut. Armin Meiwes suchte sich im Internet einen Mann, der bereit war, sich verspeisen zu lassen. Richard Chase glaubte, nur dann zu überleben, wenn er Organe und Blut seiner Opfer aß und trank. Er tötete 6 Menschen. Rod Farrell behauptet, ein Vampir zu sein. Seine überdrehte Fantasie kostete 2 Menschen das Leben. Getrieben von Wahnvorstellungen und abwegigen Begierden begehen diese Menschen schockierende Verbrechen. Doch die Mörder und ihre Taten sind sehr unterschiedlich. Anhand der 22-Stufen-Skala lassen sich Motiv, Methode und Geisteszustand der Täter erfassen. Je hinterhältiger und geplanter das Verbrechen, desto höher wird der Mörder eingestuft. Erfinder der Skala ist Dr. Michael Stone, Gerichtspsychiater und Professor an der New Yorker Columbia University. Kannibalismus und das Trinken menschlichen Blutes wecken archaische Ängste in uns. Dies sind keine einfachen Gewaltakte, sondern Taten, bei denen gesellschaftlich anerkannte Grenzen zwischen Gut und Böse übertreten werden.
Manche dieser Mörder werden von Wahnvorstellungen getrieben, andere finden Spaß am Töten und Quälen. Wie kommt es zu solch abwegigen Bedürfnissen? Dr. Stone beginnt mit einem Fall aus Deutschland, mit Armin Maivis. Rothenburg in Hessen im Jahr 2001. Der 41-jährige Armin Maivis lernt über ein Internetforum Bernd-Jürgen Brandes kennen. Brandes ist einverstanden, sich schlachten und verspeisen zu lassen. Vorher soll ihm Maivis den Penis abtrennen, damit sie ihn gemeinsam essen können. Maivis verstümmelt und tötet Brandes. In den nächsten Monaten isst er immer wieder von dem Fleisch, das er in einer Kühltruhe aufbewahrt. Maivis bereitet jedes Mal sorgfältig zu und wählt einen Wein dazu aus. Wie kommt ein Mensch dazu, sein Opfer? Mit der Zeit wird diese Vorstellung immer intensiver. Maivis starke Bedürfnisse gehen auf seine Kindheit zurück. Seine Mutter gängelte und schikanierte ihn. Nach dem Weggang des Vaters und der Brüder kehrte er sich von der Welt ab und flüchtete sich in seine Fantasien. Auch als er längst erwachsen ist, mischt sich die Mutter in sein Leben ein. Sie kommt mit zu Rendezvous mit Frauen und besteht darauf, dass sie sie zu gesellschaftlichen Anlässen begleitet. Maivis ist unfähig, eine dauerhafte Beziehung aufzubauen. Seine Isolation treibt ihn dazu, sich im Internet Bekanntschaften zu suchen. Er möchte einen Mann verspeisen, um ihn immer bei sich zu haben. Nachts sucht er im Internet nach Gleichgesinnten. Er speichert Schlachtanleitungen und Rezepte für Menschenfleisch auf seinem Computer. ...1999 stirbt seine Mutter. Maivis ist 37 Jahre alt und endlich frei. Nun bricht seine letzte Hemmschwelle. Endlich kann er seine Fantasien in die Tat umsetzen. In Kannibalenforen im Internet schreibt Maivis Kontaktanzeigen. Suche jungen, gut gebauten Mann, der sich von mir fressen lässt. Er nennt sich Anthropophagus, griechisch für Menschenfresser. Maivis Fantasien wurden immer bizarrer. Er hatte als Kind keinen Kontakt zu Gleichaltrigen und konnte sich später nicht binden. Seinen Verlust versucht er symbolisch wettzumachen, indem er sich eine andere Person einverleibt. Zwei Jahre später findet er ein williges Opfer. Der 43-jährige Bernd-Jürgen Brandes antwortet auf seine Anzeige im Web. Er bietet sich Maivis an und schreibt: Hoffentlich schmecke ich dir. Am 9. März 2001 fährt Brandes zu Maivis. Dieser hat extra einen Schlachtraum in seinem Haus eingerichtet. Brandes nimmt Schlaftabletten, Hustensaft und Schnaps zu sich und bittet Maivis, ihn zu verstümmeln. Maivis kommt seiner Bitte nach. In der Nacht bricht Brandes zusammen. Maivis küsst den Ohnmächtigen und ersticht ihn. Er zerlegt die Leiche und friert 30 Kilo Fleisch ein. In den nächsten Wochen wird er immer wieder davon essen. Als es zur Neige geht, beginnt Maivis nach einem neuen Opfer zu suchen. 5 Monate nach dem Mord an Brandes gibt er wieder eine Anzeige auf. Er prahlt im Internet damit, einen Menschen geschlachtet und gegessen zu haben. Ein Leser findet den Beitrag verdächtig und alarmiert die Polizei. Maivis wird festgenommen. Die Polizei findet tiefgefrorene Überreste der Leiche und eine Videoaufzeichnung der Tat. Das Video ist so grauenvoll, dass einige Ermittler hinterher psychologisch betreut werden müssen.
Opfer nicht nur zu töten, sondern auch noch zu verspeisen. Kannibalismus wurde immer als abscheuliches Verbrechen angesehen. Es verstößt gegen die grundlegendsten Regeln des Zusammenlebens in zivilisierten Gesellschaften, einen Mitmenschen zu zerfleischen und zu vernichten. Doch einige Menschen halten sich nicht an diese Regeln. Armin Meiwes hat es als Kannibale von Rothenburg zu zweifelhafter Berühmtheit gebracht. Deutschland im Jahre 1969. Armin Meiwes ist ein glückliches Kind. Er liebt seine beiden Halbbrüder, mit denen er spielt und Modellhäuser baut. Doch dann nimmt sein Leben eine drastische Wendung. Kurz nach Armins 8. Geburtstag verlässt der Vater die Familie. Ein Bruder zieht zum Studieren nach Berlin, der andere zieht zu seinem Vater, da Armins Mutter sich überfordert fühlt. Armin ist am Boden zerstört. Er bleibt allein mit seiner dominanten Mutter, die ihn den ganzen Tag herumkommandiert und Hausarbeiten verrichten lässt. Sie verbietet ihm, mit den Nachbarskindern zu spielen und zwingt ihn, in kurzen Lederhosen zur Schule zu gehen, obwohl in den 70er Jahren alle bereits Jeans tragen. Seine Klassenkameraden verspotten ihn. Er hat wenig Freunde. Armin schafft sich seine eigene Welt. Er zerlegt Barbie-Puppen in Einzelteile und stellt sich vor, sie zu grillen. Der menschliche Körper fasziniert ihn. Er träumt davon, einen Menschen zu zerlegen und sein Fleisch zu essen.